Heute stelle ich euch als Uhr der Woche eine Junghans Automatik mit dem Kaliber J625.21 von 1975 vor. Die Uhr habe ich vor mittlerweile fast 3 Jahren bei Vintage Dick gekauft und wie immer Top-Qualität. Eine Uhr, die bei mir allerdings total unter dem Radar läuft. Ich trage sie viel zu wenig und wenn ich sie trage, denke ich mir immer, ich müsste sie mehr tragen. Sie bräuchte mehr Wrist-Time. Was man hier schon sieht, ist die nicht nur vorzügliche Qualität des Gehäuses. Die Uhr ist bis auf das Band natürlich noch komplett original, inklusive auch Glas und Krone, sondern man sieht eben hier auch wirklich, wie wunderschön dieses Edelstahlgehäuse erhalten und ja auch verarbeitet ist. Die Form, diese sechseckige Form, ist sehr ungewöhnlich. Ich habe in meiner Sammlung keine andere Uhr mit dieser Form und erzeugt wirklich auch tolle Effekte, wie man hier sieht, im Licht und auch in verschiedenen Winkeln, verschiedene Perspektiven. Das Highlight ist aber, und es wird immer deutlicher, natürlich das Zifferblatt mit diesem, ja hier nochmal das Gehäuse, mit diesen Wölbungen, diese Flächen, diese bearbeiteten Flächen. Aber das Zifferblatt vor allem, wie dann auch gleich nochmal im Zoom zu sehen sein wird, hat einen sehr ungewöhnlichen, tollen, beeindruckenden Schraffureffekt. Das sieht so richtig metallisch aus und ich habe keine Ahnung, wie das Junghans geschafft hat, sowas herzustellen, 1975 sowas zu bearbeiten. Ich kann mir das also auch gar nicht technisch vorstellen, aber es sieht super aus. Auch die Zeiger, die Indizes, die appliziert sind, das Datumfenster, das ist wirklich gerade hier mal ganz schön zu sehen im Licht. Diese Schraffur, dieses metallisch schimmernde, glitzernde, das sieht wirklich also beeindruckend aus. Diese Uhr, wie gesagt, komplett unterm Radar. Und wenn ich sie trage, denke ich mir immer, oh Mann, ich müsste die häufiger tragen. Die Uhr ist auch in Bezug auf die inneren Werte sehr überzeugend, denn das Kaliber gehört zur Kaliberfamilie 625 und das war die letzte Kaliberfamilie von Junghans mechanischer Art, die sie gebaut haben vor der Quarzkrise. Und die hat man auch dann ja elektromechanische Werke gebaut. Und das ist, wie es Martin Fischer in seinem sehr lesenswerten Buch über Junghans Armbanduhren schreibt, Perfektion auf dem Abstellgleis. Dieses Kaliber gilt als sehr ausgereift und robust und auch de facto bei mir läuft es sehr gut, macht auch wirklich Freude, ein gutes Werk. Und speziell das Punkt 2.1 hat auch nur eine Datumschnellverstellung, ist also auch im Alltag sehr praktisch. Dieses Kaliber ist wirklich hervorragend, aber natürlich in der Zeit entstanden, als bereits die Quarzkrise um sich griff. Und man muss sagen, so sehr ich Junghans mag, aktuelle Junghans-Uhren haben natürlich zugekaufte Werke. Das heißt, richtige Manufaktur, wie es damals war, ist es ja heute nicht mehr. Die Junghans-Automatik Kaliber J625.21 von 1975 als Uhr der Woche. Eine Uhr unter dem Radar, Perfektion auf dem Abstellgleis und ein Gehäuse, ungewöhnlich, eine Schraffur auf dem Zifferblatt, wirklich einzigartig. Tolle Uhr, gefällt mir sehr gut.